Du. Ja. Schaufelbagger, ne? Und hier, ne? Guck mal hier. Mega, eine richtige Lok. Mal gucken, ob die noch geht. Schaut euch mal an, was ich da entdeckt habe. Eine Tür. Boah. Oh, was ist das denn hier? Das ist ja gruselig. Gut, dass ich kein Polnisch kann. Boah, Leute. Da gehen wir aber jetzt nicht lang. Gehen wir nicht lang. Hier wurde abgestützt. Und da vorne haben wir noch eine Lore. Hier wurden damals Weichen gestellt. Wieder so ein Bagger. Ich bin ganz froh, dass der Alessandro gerade so Schokoriegel mit dabei hatte. Weil hier unten verbraucht man schon ordentlich Power. Was ist denn hier? Die Tür könnte man hier öffnen. Da vorne. Gehen wir durch oder? Ja? Okay. Also, auf jeden Fall spannend. Schaut mal, wie viele Fußabdrücke hier sind. Scheint, als ob hier noch ab und zu eine Befahrung stattfindet. Mal nicht, dass wir gleich noch irgendwelchen Leuten entgegentreten. Und hier ist wahrscheinlich auch noch mal ein Notausgang. Krass. Was ist das denn hier? Nicht, dass wir hier noch eine Drogenplantage entdecken. Nee, das gehen wir aber nicht mal lang. Guckt euch das mal an, wie weit das noch geht. Nee, 100 Meter noch, 1000 Meter noch. Ja. Doch. Einmal noch. Gott, hier ist doch Strom an. Hier ist doch Strom an. Warte. Leute, ein bisschen Action Jackson. Hier unten läuft noch Strom für diese Ventilatoren. So, mittlerweile habe ich das Gefühl, dass wir nicht alleine sind. Das macht irgendwie den absoluten Anschein, dass da vorne gleich irgendwelche Leute kommen. Aber das ist nicht so. Ja, heftig. Also hier ist wieder richtig guter Sauerstoff. Auch richtig windig. Und hier haben wir noch eine Abzweigung. Krass. Und da vorne haben wir noch Gerät. Und hier wird es auch kühler. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir gleich einen Ausgang oder so finden.
geboren. Dann wieder diese komischen Bagger, diesmal aber nicht auf der Schiene, sondern mit Reifen. Ein riesiger Kompressor. Hier ist alles voller Bergwerksmaterial. Und das Ding ist abgesoffen hier. Da ist Wasser drin. Oh, da ist ja noch mehr. Ganz viele Rohre für die Pressluft, Leitungen. Und hier gegen Steinschlag alles abgesichert. Da hinten sind noch Loren, noch weitere Loren. Ich kann mir vorstellen, dass die Lampen vielleicht auch sogar noch gehen, wenn die Belüftung noch funktioniert. Und hier vorne haben wir einen kompletten Zug. Auch wieder dieser komische Bagger. Wie gesagt, ich werde wahrscheinlich gesteinigt dafür, dass ich es falsch genannt habe. Aber ich bin halt keiner, der ja auf Minen fährt. Und da vorne haben wir sogar noch... Weißt du, wie die Sachen heißen? Diese Bagger? Haben die speziellen... Schaufelbagger, ne? Und hier, ne? Guck mal hier. Mega, eine richtige Lok. Mal gucken, ob die noch geht. Ne, die geht nicht mehr. Das ist natürlich heiß. Leute. Ne, da kommt nichts. Das ist natürlich schon Highlight, ne? Hier sieht man die Technik. Den Verbrennermotor. Mit dem Kühler. Hier sehen wir die Beleuchtung. Klares Wasser. Wow, das ist schon ein Highlight, Leute. Selbst für mich, der eigentlich nur auf dem Bunker steht, das ist schon wirklich gut. Und hier finden wir einen Aufzug. Und mal gucken, ob die Tür auf ist. Ja, die Tür steht auf. Weiterzugehen. Aber ich gehe. Oh, das ist wahrscheinlich die Werkstatt gewesen. Schaut euch das mal an, es ist alles noch da. Abnormal. Povolene, Obzle, ich kann es leider nicht aussprechen. Die Tschechisch, wie gesagt, erstmal in Tschechien. Geht's noch weiter. Heftig. Richtig heftig. 90 Grad Kurve rechts und dann sofort eine links. Sind wir hier richtig? Ja. Die kommen mir auf jeden Fall hinterher. Von daher werden wir schon richtig sein. Ende und hier geht's weiter. Oh Leute, es ist wirklich abnormal, was man hier alles so sehen kann. Das ist schon ein Highlight. Da geht's auch noch weiter. Gucken wir mal durch. Ich bin ganz froh, dass ich vorher noch trainiert habe. Okay, da geht man am besten nicht weiter. Das ist eingestürzt. Könnte man eventuell noch erkennen, welches Datum, aber nee, das ist, ich hatte gedacht, das wäre vielleicht so ein
Serviceintervall, das da drauf steht, aber das sind eher die technischen Daten. Ende. Ganz viele kleine verwinkelte Abstellgleise, die teilweise zugemauert sind, wie dieser hier. Und da vorne sind Stollen, die man wahrscheinlich nicht weiter betreten sollte. Was haben wir hier? Toiletten? Nee, wahrscheinlich auch. Das sind wahrscheinlich die Fächer von den Arbeitern, wo die ihre persönlichen Kleidungsstücke abgelegt haben. Und da ist Ende. Beziehungsweise man könnte weitergehen. Ich warte erstmal. Leute, wir haben jetzt unser Hauptziel erreicht, nämlich hier die Loren. Und mit diesen Bildern werde ich mich noch nicht verabschieden, weil ich werde euch auf jeden Fall noch mal den Weg nach oben zeigen, den wir gehen müssen. Aber ich denke, das ist schon mal guter Abschluss, um ein kurzes Gesamtfeedback zu geben, oder ein Teilfeedback ist besser. Also mega krasse Mine, unser Führer, auch mega lieben Dank an dich. Namen möchte er ja nicht genannt haben, weil die Mine ist wirklich noch sehr unbekannt. Und wie gesagt, an dieser Stelle großen Dank, lieben Dank. Wir werden natürlich alles dafür tun, dass dieser PIN nicht weitergegeben wird, und alle Indizien, die darauf zeugen, wo wir hier sein könnten, die werden wir auch verwischen bzw. unkenntlich machen. Und mit diesen tollen Bildern melde ich mich gleich zurück von der nächsten markanten Stelle und bis gleich. So, das möchte ich euch auf jeden Fall noch zeigen. Das sieht man nämlich sonst normalerweise nicht. Das ist der Schimmel, der hier runterwächst. Sieht richtig flauschig aus, ne? Als wie ein Hund oder so, wie so ein weißer Hund, dieser komischen, mir fällt der Name, Shih Tzu oder so, aber ich fasse das lieber nicht an. So, was unser Führer uns gerade noch gezeigt hat, es geht hier immer so leicht berghoch, gerade sind wir natürlich beim Reingehen berg runter gegangen, dass das Wasser ablaufen kann. Seht ihr das? Immer minimal berghoch. Also das Ding stand gerade dann noch nicht. Wir haben aber auch keine Menschenseele gesehen in dem Bauwerk. Bedeutet, es könnte also möglich sein, dass hier gerade Leute waren und die uns gehört haben und sind dann abgehauen. Ja, wir werden es wahrscheinlich nie erfahren. So Leute, also wir haben es tatsächlich geschafft. Wir haben jetzt einmal den Rundweg gemacht und wir sind tatsächlich auch hier wieder an der Stelle angekommen, wo es dann gleich hochgeht. Ich glaube, es ist auf jeden Fall mal Zeit, ein kurzes Resümee zu verfassen. Komm mal her. Wie geht's dir? Das war ein sehr schönes Museum. Wir gehen jetzt den Aufzug wieder nach oben. Wie geht's dir? Ich bin im Purpose. Ja, im Purpose. Im Purpose. Jetzt können wir die Treppen hochgehen, das dauert nochmal. Wie lange? Eine Stunde? Nee, 27 Minuten, wenn wir langsam gehen. Und also für uns 40 Minuten wahrscheinlich. Wir werden ganz. Also ich bin auf jeden Fall schon gut müde. Ja. Und ich bin echt froh, wenn wir gleich oben sind. Also, ihr werdet jetzt noch den Aufstieg sehen. Und ich würde sagen, bis gleich. Und erstmal an dieser Stelle danke fürs Zuschauen. Boah. Mal gucken, ob die Handschuhe noch irgendwo liegen. Da sind die Handschuhe noch. So. Sicherung hemmen wir, falls wir das brauchen. Und ich würde sagen, packen wir es, ja? Ich zeig's euch nochmal. So. Da müssen wir jetzt hoch. Der Kollege möchte schnell hoch sein, er möchte seinen persönlichen. Deinen persönlichen Rekord möchte er schaffen. Oh. Ja. Jo.
Muss ja aufpassen, der Köpfchen. Ich habe mein Köpfchen gestoßen. So, schaut mal hier runter, Leute. Schaut mal, Leute. Schaut mal, gut am Zittern auf jeden Fall. Hallo. Aber noch habe ich Kraft. Aber es ist definitiv. Hier. Ja. Wie geht's dir? Mein Muskel ist zu. Welcher? Den da unten? Der ist auch. Komplett zu. Aha. Aber ich schlafe hier. Ja. Und gehe morgen weiter. Okay. Ich gehe schon mal. Bis zur nächsten Ebene. Flavor. Oh Gott, Alter. Es ist einfach abnormal hoch. So. Auf ein neues. Ich komme! Warte. Das ist noch ungefähr 16 Meter, dann haben wir es geschafft. Ich hab's geschafft! Ich glaub's nicht! Ich glaub's nicht! Eleni hat's geschafft! Ach, jetzt dann nur, guck mal. Geh weg, geh weg. Nehm ich mich gleich. Lass mich da drüber. Super. Überlebt. Mal wieder. Ich hab's gar nicht. Du Fahrradsohn. My stockings filled with acid. Am I dreaming? What just happened?